Du willst einen eigenen Chefjob? Dann bleib dran. Hey Leute, heute stelle ich euch das Plugin ChestShop vor. ChestShop ist so ein Plugin, mit dem die User oder ihr als Admin Items verkaufen könnt gegen die Währung, die ihr auf dem Server habt, mit Iconomy. Erstmal, für dieses Plugin braucht ihr eine Währung mit Iconomy. Iconomy ist ein Wirtschaftsplugin, also ein Geldsystem, das ich vorgestern vorgestellt habe. Da, falls ihr so ein System noch nicht habt, guckt euch das Video in der Beschreibung an. Wenn nicht, wenn ihr so ein System schon habt, dann, also so ein Iconomy-System, dann guckt euch jetzt dieses Video an. Also erstmal auf den ChestShop. Das downloaden wir hier uns, hier auf Download. Und dann nochmal auf Download. Hier, Download. So, jetzt sehen wir hier, erstmals hat sich was zum letzten Video verändert. Ich benutze jetzt Chrome und nicht mehr Firefox, weil Firefox spinnt ein bisschen rum und Chrome finde ich deswegen auch schon ein bisschen geworden, aber das ist jetzt für dieses Video nicht sehr wichtig. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber sonst war es das. Chrome ist der Unterschied zu Firefox. Es war das hin, dass diese dass das Plugin einen Schaden an unserem PC verursachen kann. Das ist garantiert nicht, deswegen gehen wir hier auf Behalten, dann wird es gedownloadet und es ist hier unten. So, dann gehen wir, dann brauchen wir noch Vault, Link auch in der Beschreibung. Vault, was ist Vault? Ganz einfach, Vault ist einfach nur so eine Art Add-on für Add-on, also so eine Erweiterung. Es ist kein eigenständiges Plugin, es ist einfach nur, es unterstützt andere Plugins, nämlich ist es so. Ihr müsst euch das so vorstellen. Einmal das Plugin, zum Beispiel auf der rechten Seite ist das Geldsystem. Und auf der linken ist der ChestShop. Jetzt will ein User mit seinem Konto von Iconomy etwas kaufen. Aber irgendwie geht es nicht zu ChestShop. Deswegen ist Vault dazwischen. Das bedeutet, Iconomy und ChestShop werden miteinander mit Vault verbunden. Das ist so eine Art Kette. Das bedeutet, sie können halt miteinander kommunizieren. Das braucht ihr halt dazu. Ja, und dann gehen wir hier auch auf Download, sonst funktioniert das halt Ganze halt nicht. Oder ihr braucht es halt, sagen wir es einfach so. Und dann behalten wir auch dies. So, jetzt mache ich das ein bisschen kleiner. Und ziehe Vault und ChestShop auf den Desktop. So, jetzt haben wir sie hier. Und jetzt gehe ich mal in den Bucket-Server. In unserem Bucket-Server. Ups, kriege ich das mal hin. In unserem Bucket-Server gehen wir in den Plugins-Ordner. Hier sehen wir schon Iconomy drin, mit dem fertig konfigurierten Geldsystem, was ich vor 2 Tagen ja gezeigt habe, wie es funktioniert. Dann ziehen wir hier noch ChestShop rein und Vault. So, starten wir den Server mit startserver.bat. Das mache ich hier mal in die Ecke. Ja, und hier gehen wir in den Plugins-Ordner. Jetzt sehen wir, dass der Server ein bisschen lädt. Ich verschiebe das jetzt ein bisschen aus Langeweile, nicht Spaß. Doch Langeweile habe ich schon bei der Server. Lädt ja immer Ewigkeiten. Jetzt generiert er noch ein paar Wellen. Wie immer. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann ist der Server hochgefahren gleich. Hier. Er braucht noch ein bisschen. Wir sehen hier noch nicht die Done-Meldung. Es hat zwar schon die Ordner generiert, aber ist noch nicht fertig. Ich würde aber jetzt sagen, dass die Ordner schon fertig sind. Also nee. Hier steht ja Done. Und hier Vault, also er hat nochmal Meldungen unter dann generiert, das habe ich nicht gesehen, sorry. Also ich würde sagen, also wir haben hier einmal den Vault-Ordner. Dort ist, da gehe ich jetzt auch mal rein, da ist noch eine Config drin, in der wir den Update-Check True oder False machen können, also ob wir es updaten wollen. So, das könnt ihr ja selber entscheiden. Dann haben wir hier noch ein Iconomy, das ist nichts wichtig, das ist ein Updater, noch ein zweiter Updater, das ist was vom Bucket, das ist unser Geldsystem und das ist der ChestShop Ordner. Da ist ein Config drin. So, die interessieren uns jetzt, jetzt können hier mal die Updates ein- und ausschalten. Das Phrase, ich sag's jetzt einfach auf Deutsch, das heißt, ob wir die ausschalten wollen, die Updates, und das auf False heißt, wenn dich jemand fragt zum Beispiel, willst du die Updates ausschalten, dann sagst du nein oder ja. Wenn du ja sagst, dann ist sie aus, logischerweise. Also true für aus, false für an.
Ja, dann gibt es hier noch ein paar Einstellungen, die ihr ja aber alles so belassen könnt, weil in Standardeinstellungen funktioniert das Plugin ganz gescheit und die meisten wollen ja einfach nur, ich kenne es, einfach loslegen und nicht großes einstellen. Dann würde ich sagen, gehen wir aus dieser Config raus, dann haben wir hier noch einen discounts.jml. Dort werden ein paar Daten abgespeichert. So, jetzt haben wir hier Items, das ist eine Database-File, die können wir als normale Menschen nicht lesen. Ja, ihr seht schon, man kann die nicht lesen. Dann haben wir noch eine local.jml, da gibt's auch nichts. Oh doch, da gibt's was anzustellen. Dort dürft ihr nämlich alles schön umdeutschen, wie wir es kennen. Zum Beispiel hier Shop, könnt ihr durch Chest Shop, ersetze ich jetzt mal durch CC. Oder Chest C. Chest Shop. Also könnt ihr halt euer Präfix reinmachen oder einen Servernamen schreiben ja viele rein. Oder manche schreiben auch ihren Servernamen minus Shop-System oder Shop oder sowas rein. Ja, da könnt ihr alles reinschreiben, was ihr wollt. Und dann haben wir hier Sachen, die Ausgaben, dass dieses Plugin ausgibt, also die Nachrichten, die es ausgibt, die wir umdeutschen können, die sind Standard auf Englisch. Speichern wir das ab. So, Preislimits, das sind die Limits des Preises, also hier können wir die maximal können wir einen Kaufpreis von so und so viel machen und den Mindestpreis und sonst können wir halt alles noch einstellen, wie viel was ein Item mindestens kosten muss und wie viel es maximal kosten muss. So, hier haben wir noch eine User-Datei, das ist auch eine Database-File, die wir als normale Menschen auch nicht lesen können. Dann haben wir noch eine Version-Datei, da gehen wir auch mal rein. Dort ist die Version 2, da werden halt die Versionen gespeichert und dann war's das auch schon mit dem Config-Part, der Rest passiert in-game. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in-game, bis gleich. So, dann sind wir jetzt in-game, ich habe meinen Morgenkopf dazu geholt, um das Plugin besser zu testen zu können. Ihr wisst, hier zu zweit geht es um Plugin besser zu testen. Ja, also ich habe jetzt mal ein Wirtschaftssystem installiert, das ist das Economy-Plugin, was ich vorgestern vorgestellt habe. Link nochmal in der Beschreibung. Und Chest-Shop und Vault habe ich installiert. Okay. Fangen wir mal an, würde ich sagen, okay? Jo. Und erstens, ich stelle mal hier eine Kiste auf und dann wollen wir mal ein Item verkaufen. Ich mache hier mal Stone hin, weil es ist so, wir stellen eine Kiste auf und da in der Nähe der Blöcke, also muss ein Schild stehen. Wir könnten es eigentlich auch hier irgendwo hinstellen, aber ich mache es immer so, dass ich dahin was baue, dumme Angewohnheit, und dann ein Schild dran stelle. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Also, wir machen ein Schild. In die erste Zeile kommt euer Username. Den könnt ihr aber überspringen, denn schafft es Plugin automatisch reinzumachen. So, in die nächste Zeile kommt das, die Anzahl, die wir verkaufen wollen. Ich mache jetzt mal 10. Also wir verkaufen 10 von unseren Items, also von welchen Items legen wir noch fest. Dann müssen wir einen Preis machen, den die Leute, wenn sie es ankaufen und verkaufen, bekommen. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, wir verkaufen, keine Ahnung was, aber wir wollen, dass wenn man es kauft, 2 Dollar oder je nachdem wie eure Währung auf dem Service bezahlen muss. Und wenn ihr das nur so schreibt, dann kann man das eben nur kaufen. Aber wenn ihr wollt, dass man es auch noch verkaufen könnt, dann macht ihr einen Doppelpunkt und eine 1. Dann kann man es auch verkaufen. Nur verkaufen geht nicht. So, dann kann man es für 1, für 2 kaufen und für 1 verkaufen. Dann schreibt ihr unten noch die ID hin. Entweder in Buchstaben oder in Zahlen. Ich mache jetzt mal Stone. Und dann klicken wir auf Done. Und dann seht ihr schon, hier oben ist jetzt mein Username automatisch hingekommen. Manogan 10 und dann B und S. Das bedeutet, B ist immer der Preis, den wir... der Kaufpreis und S ist immer der Verkaufpreis, das ist halt im Englischen Buy und Sell, da gibt es mehr Sinn, im Deutschland nicht mehr so viel, und Stone hat sich auch umgeschrieben, halt wenn wir eine 1 geschrieben hätten, dann hätte ich daraus Stone gemacht. Das macht das Plugin automatisch und gibt eine Nachricht aus Shop, Seriously Fully Creative. Nicht wundern, falls das Präfix jetzt anders ist, wie ich es im Ding umgeändert habe, ich habe das jetzt auf mein Bungee-Code-Netzwerk gemacht und deswegen habe die Config dann nicht umgeändert. Ja, und jetzt, Morgen versucht man da was zu kaufen. Also mach Rechtsklick auf dieses Schild. Normalerweise kann ich in die Chest gucken, das ist jetzt nur, weil ich ihm OP gegeben habe, weil keine Permissions da vorhanden sind. Was steht da dann? Act. Okay, geh mal... Oh, da ist das Schild abgekloppt.
Ja, jetzt mache ich es nochmal. Ja, was haben wir verkauft? 10 mal 2 zu 1 und 1, genau. Dann wird es automatisch auch zu Stone. So, kannst du euch Slash mit Slash Money dein Geld abrufen? Mit Slash Money können wir unser Geld abrufen, wie wir ja in der letzten Folge erfahren haben, mit $30. 30. Ja, und jetzt lege ich mal, warte, jetzt lege ich mal hier 30, jetzt lege ich hier mal 64 Steine rein. Und jetzt legst du einmal rechtsklick, glaube ich, auf das Schild. Geht's? Ich glaube, ich muss dich die OP'en. Mal gucken, ob es dann geht. Ich weiß nicht, ob man damit eine Permission braucht. Die OP morgen kommt im Ziel. Jetzt klicken wir drauf. Rechtsklick oder linksklick, ist egal. Jetzt steht da jetzt. Nix. Auch wenn ihr keine Rechtsklick oder so macht. Gar nicht. An. Hast du rechts und hast du beide Maustasten mal ausprobiert? Ja. Ich würde sagen, wir cutten jetzt mal und probieren mal, das Problem zu fixen. Okay, bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Also, das Plugin funktioniert jetzt. Wir haben jetzt eine Lösung für das gefunden, dass es wieder geht. Das war nämlich so. Wir haben eine ältere Version installiert des Plugins. Und jetzt geht's. Es muss anscheinend ein Bug im Plugin gewesen sein oder so irgendwas. Oder. Keine Ahnung, aber jetzt geht's auf jeden Fall und das ist ja das Wichtigste. Und mein Handy nervt auch im Hintergrund, da ist ja alles so wieder wie soll. Ja, und dann würde ich sagen, morgen kauf einmal in der Scheiße auf. Du bist ja Gamer Survival, oder? Ja, glaub mich. Ja, ich hab's gerade im Chat gesehen. Jetzt mach mal, ups, ich hab nichts drin, sorry. Ich hol mir noch mal ein paar Stones und dann mache ich ihn nicht drauf drücken, okay? Das mache ich da ein bisschen rein. Und jetzt kauf mal ein bisschen Ding. Achso. Und dann sehen wir immer, wir kriegen auf jeden Fall mehr Geld. Davor hatte ich 42, jetzt habe ich 52. Und da steht auch, morgen kauf 10 Stone from for $2 from you. Das bedeutet, dass er halt Stein gekauft hat. Und hier sehen wir auch, es ist weniger geworden. Und jetzt verkauft es mal, okay? Verkauf den Stein wieder, wenn du noch was hast. Monkopf? Ja, komm mal. Oh je. Jetzt bist du verreckt. Ja, probier. Mit der anderen Maustaste. Jetzt seht ihr ja, hier geht. Auch. Ja, hör auf. Das Spam ist schon so. Also, jetzt steht hier, davor stand der Bauch. Das bedeutet, er hat es gebaut. Hör auf mit der Scheiße! Davor hat er halt 10 Stone oder 4 halt gekauft für so und so viel Dollar von mir. Stand da und jetzt steht er halt Morgenkopf irgendwie sold, also Verkauf, hat 10 Stone in deinem Store halt, ich zeig's einfach auf Deutsch, hat in deinem Store 1 Dollar, also für 1 Dollar 10 Stone verkauft und das wird mir dann abgezogen, das andere logischerweise aufgerechnet. Dieses Store ist dann halt, sag ich mal, so für Leute, die diese ganz normalen User, auf manchen Servern können es ganz normale User machen, auf manchen aber auch nicht. Und auf manchen können es auch nur so Premis. Und dann, als Admin würde ich das aber nicht empfehlen. Als Admin-Shop gibt es eine bequemere Variante. Da machen wir auch ein Schild. Nur wir lassen die erste Zeile nicht frei und machen unseren Namen da auch nicht hin. Sondern wir schreiben Admin-Shop hin. Das bedeutet, die Items, wir müssen keine Kiste unten drunter stellen, sondern es geht auch ohne Kiste. Und die Items, die müssen nicht in die Kiste reinfüllen, sondern sie sind unlimitiert. Das ist daran besser. Und das Geld, das kriegt niemand. Und es wird auch niemand abgezogen. Das ist halt, wenn jemand da Geld reinzahlt, dann ist es halt weg. Das ist, keine Ahnung, irgendwo, aber es ist weg. Und wenn man da was kauft, wenn man da was verkauft, dann kriegt man halt Geld, sag ich mal, von der Bank. Okay, also wir schreiben Admin Shop. Wie viel? 10 und 2 kaufen, 1 verkaufen und dann noch ja genau die ID 1. So. Jetzt funktioniert das Schild eigentlich schon, aber viele machen auch noch so ein Item Frame hin. Das habt ihr schon auf Servern gesehen und dann hier den Item Frame machen die den da drunter und dann machen sie dann Stone rein. Sieht schön schicker aus, muss aber nicht dahin. So, Monko, versuch jetzt mal da was zu kaufen.
Komm mal. Mein Kopf. Kauf doch mal. Warte. Kaufst du da gerade jetzt Stein ein? Hallo? Ja. Und ich hab's und verkaufen. Okay, und wir sehen jetzt, wir bekommen keine Meldung, weil das ist jetzt sozusagen. Hör doch mal auf mit der Scheiße. Weil das jetzt sozusagen die Bank. Ich mache jetzt einfach Game mit 1. Weil es ja sozusagen die Bank verkauft. Und nicht wir als Spiel. Deswegen bekomme ich auch keine Benachrichtigung. Ja, das war's mit diesem Chest-Shop-Plugin. Ihr kommt, stell ich neben mich, dafür abschieden wir uns, bevor du die ganze Welt zerquieft hast. Komm. Und jetzt, das war's mit diesem Plugin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, abonnieren auch nicht vergessen und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.